Hallo, hallo, herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal mit mir, dem Tops. Ich bin hier voller Pfeile, weil mich eben ein Skelett angegriffen hat, aber das ist halt nicht so schlimm. Auf jeden Fall, wir sind hier bei Minecraft-Schlüssel. In der letzten Folge haben wir uns hier ein kleines Versteck aufgemacht und die vierte Folge hat begonnen. Ja, wir sind jetzt bei der vierten Folge, Leute. Hier habe ich mein kleines Versteck, mehr oder weniger. Da muss ich aufpassen, dass mir das niemand sozusagen wegnimmt. Ich muss nur schauen. Ich will überlegen, ob ich mir jetzt direkt zum Spawn laufe und mir meine Sachen hole, aber ich muss gucken. Ich bin überlegen, kann ich das hier rein? So, zack, zack, zack. Ich glaube, ich knall das einfach da alle rein. So, zack, 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 zack. Weil ich muss aufpassen, dass mir das niemand wegnimmt. Weil wenn mir das jemand wegnimmt, dann bin ich echt sauer. Weil, ich muss gucken, ich glaube, ich nehme mir so drei Eimer mit und pack das da hin und dann laufe ich so vor. Denn, Leute, meine Taktik ist es jetzt, mich auszurüsten zu Dingensens. Warte mal, wo muss ich lang? Okay, also, ich muss jetzt überlegen. Ich wollte diese Folge, wollte ich an diesen komischen Wizard-Tempi hier machen, der wirklich schon lange auf sich warten lässt. Deswegen macht euch da keine Sorgen. Ich weiß jetzt auch noch ungefähr, wo man, genau, da ist mein Versteck. Ich muss gucken, dass ich immer wieder meine Verstecke wechsle, weil so, wir machen immer so, glaube alle, wir machen so drei bis vier Folgen pro Tag, pro Aufnahmesitzung. Und deswegen, ich muss aufpassen, dass mich jetzt niemand von den anderen sieht, wie ich jetzt da einkaufe. Aber ich hoffe, dass ich das irgendwie hinkriege und dass ich dann irgendwie eine gute Chance habe oder so. Okay, warum ist das... Manchmal sterben die Schafe direkt oder so und manchmal einfach nicht. Ich weiß auch nicht, woran das genau liegen sollte oder woran das liegt. Dass sie jetzt direkt sterben oder so. Ich weiß auch nicht so genau. Ich habe gerade auf Panik zu meinem zweiten Bildschirm geguckt, weil da sehe ich, ob ich aufnehme oder nicht. Ich habe gerade gedacht, ich habe nicht aufgenommen. Das wäre so ein bisschen, das wäre ein bisschen fail gewesen. Und da ist easy. Ich gehe einfach dran vorbei. Wir tun einfach so, als ob wir nichts machen. Weißt du, weil wir sind ja freundlich. Wir sind ja freundliche Dingsamuster mit Menschen. Und deswegen, zack. Okay, das machen wir so. Warum klappt das manchmal nicht? Okay, das backt irgendwie umher. Okay, so, zack. Hab ich noch was? Nee, ich hab nichts. Okay, gut. Also, hast du irgendwas für mich? Bitte sag, dass du irgendwas für mich hast. Nee, der hat noch nichts für mich, aber ich könnte mir mittlerweile eine gute Rüstung machen oder so. Soll ich mir noch mehr Dings ausholen? Soll ich mir noch mehr... Okay, das hier, ich hau auf. Ich hau ab. Ich muss nämlich nachgucken, weil ich wollte mir jetzt mehr oder weniger jetzt meine Rüstung machen, dass ich jetzt doch ein bisschen stärker werde. Denn es bringt nichts, wenn ich jetzt die ganze Zeit nur drauf warte, dass die jetzt kommen und mich angreifen, weil ich möchte jetzt wirklich gucken, dass ich einen guten Boost oder guten Bonus habe oder so. Irgendwie sowas in der Richtung, dass ich da mehr oder weniger sagen kann, ich kann mir jetzt was leisten. Denn ich will jetzt sozusagen, dass ich safe bin von den anderen. Ich muss ja gucken, war ich hier richtig? Ist das hier richtig? Ja, hier bin ich richtig. So, zack. Okay, so, zack. Und habe ich noch irgendwo Lava? Habe ich noch Eimer? Ich habe noch Eimer, okay. Ich muss nur gucken, ich habe irgendwo, habe ich ja noch Dinge, sonst, yo mai, Flo schreibt yo mai, okay. Wir müssen nämlich schauen, dass wir aufpassen. Irgendwo hatte ich ja hier... War das hier? Ne, das war am Spawn, ne? So, zack. Okay, gut. Da muss ich nämlich reingucken, dass ich... Stimmt, ich brauche einen Bogen. Eigentlich brauchte ich jetzt nur einen Bogen, weil wenn ich einen Bogen habe, dann habe ich schon mal die Hälfte der Arbeit gemacht. Denn ich brauche Pfeile und Bogen und dann kann ich nämlich aus der Entfernung die ganzen Viecher töten. Jetzt muss ich nur gucken, dass ich hier irgendwie runterlaufe. So, zack und zack und zack und... schaue. Es gab irgendwo dementsprechend, ich weiß jetzt nicht so, ich glaube, ich werde Flo mal und Jürgen nur einen kurzen Besuch abstatten. Ich hoffe, dass ich dementsprechend das gut hinkriege. Ne, warte mal. So, zack. Geht das? Ne, schade. Leider funktioniert das nicht so. Aber ich kann so machen. Okay, so, zack, okay. Ich muss nämlich gucken, weil ich probiere damit zu arbeiten, dass ich sozusagen schnell bin, die hitte und so. Komm her, Flo. Hä? Willst du noch einen Schlag? Komm. Das ist Pro-Taktik, Alter. Flo baut die ganze Zeit das Ding so muss er ab. Ja. Komm her, komm. Ich mach ihn fertig. Komm her. Komm her. Okay, ich kann es vergessen. Oh mein Gott.
Oh mein Gott, der Typ hat. Der hat richtig hart gehittet, Alter. Okay. Ich weiß nicht, was der für eine Rüstung hat, aber das soll mir egal sein. So, zacki, zack, 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 zack. Weil ich darf eigentlich nicht riskieren. Ich habe total viele Burgen. Total viele Eimer. Und ich hoffe, dass ich damit dementsprechend gut vorankomme. Und dann hier irgendwie mein Zeug verkaufe. Da ist Julian, da ist Julian. Junge! Das ist doch. Das, okay, das, ihr müsst wissen, das Geld packt umher. Okay, ich muss wieder schauen, dass ich mir was zu essen hole. Habe ich. Ich hab wieder Essen, okay, ich hab wieder Essen. Ich hab wieder Heu. Julian schreibt Husch. Ich muss unbedingt gucken, ich brauche unbedingt eine gute Rüstung. Ich weiß nicht, mir fehlt vor allem eine gute Rüstung. Ja, Jörn, komm. Du kriegst mich da eh nicht. Komm. Hä? Der hat Angst. Der Junge hat Angst. Der Junge hat Angst, der Kleine. Ist aber auch richtig. Komm, also, was will er denn von mir? Guck mal, der kommt an und greift mich an. Er kommt und greift mich an, also will mich angreifen oder so? Ich mach ihm Panik ein bisschen. Ich mach ihm gleich ein bisschen Panik. Julian hat Angst. Julian hat richtig Angst. Oh mein Gott. Ich muss nur aufpassen. Ist er jetzt weg? Kann ich hier irgendwo die Dingsums aufgeben oder so? Mann, wo ist denn hier der? Gibt's hier nirgendwo ein Crafting Table? Da ist ein Crafting Table. So, zack. Okay, danke. Okay, ich habe jetzt mir Essen geholt. Ich hoffe, dass ich jetzt hier irgendwie nicht gestört werde, wenn ich hier mir meine Sachen hole. Okay. So, zack, 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 zack. Ja, lass mich doch. Was will er denn schon wieder? Geh weg! Ich muss kaufen, schreibt er. Nein! Nein! Und zack. Und zack. Und... Zack und... Oh mein Gott. Er hat mich gerade auch gehittet. Oh mein Gott. So, komm her. Komm. Komm her doch. Komm her, Jürgen. Oh mein Gott, Alter. Der soll weggehen. Der soll weggehen. Husch, schreibt er. Als ob ich eine Art Hund bin. Okay, okay. Hui! Mann, Alter! Das ist richtig... Okay, okay, wisst ihr, ich bin richtig angespannt. Wir müssen aufpassen, weil Julian möchte sich Sachen kaufen. Das möchte ich eigentlich verhindern, dass er sich irgendwas holt. Und deswegen... kann ich mir... Junge, 20 für ein Dia? Soll ich das machen? Nee, ne? Das ist ein bisschen... Ach, komm, Alter, das ist doch... Mann! Ich möchte die ganze Zeit einkaufen gehen, aber der hindert mich irgendwie daran. Soll ich mir das machen? Soll ich mir das holen? Ich höre mir das. So, zack, 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 zack. Okay, ich habe mir jetzt 10. Ich habe mir 10 Diamanten geholt. Ich weiß jetzt nicht, wie kann man sich. Warte mal, was kann man sich damit machen? Hallo, guten Tag. Enderium, Netherite Ingot. Okay, kann ich mir das leisten? Nee, kann ich mir nicht leisten. Kann ich mir irgendwie eine bessere Axt leisten? Irgendwie so, Enderium, was kann man sich damit machen? Kann man sich damit irgendwie was Gutes machen? Okay, da muss ich mir schauen, dass ich mir auf jeden Fall ganz viel von diesen Dingsen holen, von den Enderium. Okay, Leute, ich habe jetzt mir geguckt, dass ich mir jetzt Dias ranhole. Ich hoffe, das reicht jetzt irgendwie alles. Aber Flo ist in der Richtung gelaufen, deswegen... Oh, stimmt, ich habe ja noch die Rosen, die ich verkaufen kann. Stimmt. Stimmt, 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 stimmt. Okay, gut. Also, ich hoffe, dass ich jetzt genügend Rosen habe, dass ich mir vielleicht dann doch noch irgendwie ein bisschen Enderium holen kann, weil ich glaube, das wird dann doch ein bisschen besser sein, wenn das irgendwie alles so von Sachen her halt passt. Hallo, ich will... Da, okay, danke. So, zack, zack, zack. Geht das so?
10? Wieso sind das auf einmal 10? Müssen wir schon immer 10 machen? Okay. 15 habe ich jetzt. Ich habe jetzt $15. Mann, ich weiß nicht genau. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich bin durcheinander. Ah! Okay. Ich probiere jetzt einfach so straight mir jetzt das Dingsumster zu craften. Meine Dia-Rüstung oder so. Ich hoffe, dass ich das dementsprechend hinkriege. Und wisst ihr, man muss ja auch irgendwie gucken, dass man irgendwie die anderen kriegt und dass die anderen jetzt nicht zu einem hinkommen und dann irgendwie noch 10 Minuten bis zum Folgenende. Okay, okay, okay. Zack, 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 zack. Ich muss jetzt nur aufpassen. Ich weiß, was ich machen kann. Also, was ich machen kann. Ich hab eine Idee, Leute. Ich schreibe einfach MSG Julianus. Ich kann dich sehen. Wisst ihr, ich lüge einfach, wisst ihr? Das ist einfach so, so mache ich den anderen Angst, weißt du? So kriegt er Angst. Ich hoffe, dass das. Warte mal, kann es sein, dass Flo jetzt hier hingegangen ist? Wenn Flo da wirklich hingegangen ist, dann raste ich aus, Alter. Ist Flo da wirklich hingegangen? Hat Flo den. Nee, Flo ist noch nicht hingegangen, okay. Ich muss nämlich aufpassen, weil Flo ist ja in diese Richtung hier gelaufen, als ich ihn vorhin gesehen habe. Ich hoffe, dass er mich Dinge so. Ah, Flo ist gestorben! Haha! Flo ist ertrunken. Ich glaube, Flo macht den Wasser. Ich glaube, Flo macht den Wassertempel. So, zack. Weißt du, so. Irgendwie so. Okay, gut. Jetzt habe ich das. Eisen. Ja, easy peasy. Okay, jetzt muss ich nur gucken. Habe ich hier das Ding? Okay. Ja, wir machen schon langsam Fortschritte. Zwar kleine, aber wir machen trotzdem weiter Fortschritte. Und das ist halt ganz nice. Ich muss nur aufpassen. Irgendwie meint einer, dass man Eichen einfach total schnell verkaufen kann und dann sich dementsprechend die Sachen holt. Ich hoffe, dass ich das jetzt immer machen kann und dass ich da dementsprechend mit Erfolg fahre. Und dann ein bisschen, wie sagt man so schön, so ein Dingensens, so zacki, zack und zack und zack. Und das macht 7 Damage. Das ist eigentlich leider, warum macht ein Dia-Schwert leider nur so ein bisschen weniger als ein Dia? Ich verstehe es nicht so ganz. Ich blick da nicht hinter. Ich weiß auch nicht, warum das so gemacht wird, warum das so gehandhabt wird, aber irgendwie wird das halt so gemacht und deswegen, so zack, zack, zack. Wisst ihr, was cool wäre? So eine Axt, die instant Bäume abbaut. Das wäre nice. So wie ich aus manchen Mods kenne. Da gibt es ja auch solche Äxte, die dann alles auf einmal so abbauen, so einen ganzen Baumstamm einfach so. Wusch, dann ist es weg. Und dann hat man auf jeden Fall ganz viele Holz. Ich glaube, das ist ganz angenehm. Das wäre ganz angenehm. Ja, das wäre richtig angenehm. Ich muss nur gucken, dass nicht Flo jetzt hier gleich. Oh mein Gott. Oh mein Gott, habe ich mich gerade erschrocken. Oh mein Gott. Ich habe mich legit richtig. Ich habe gerade richtig zusammengezuckt. Ich habe gerade richtig zusammengezuckt. Leute, ich war gerade. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Alter. Das war. Habe ich mich, also ich glaube, so habe ich mich jetzt bis jetzt noch nicht erschrocken, Alter. Jetzt bin ich wieder wach, Leute. Jetzt bin ich wieder wach, weil ich aber auch vorhin irgendwie pennen und deswegen. Oh mein Gott, bitte. Okay, wir haben fast einen Stack von dem. Ich glaube, wenn ich so 40 habe, habe ich 160, glaube ich. 160 oder 160 und dann habe ich 4. Ich weiß nicht, wie viel Holz bringt, aber es bringt auf jeden Fall ein bisschen was. Ich glaube, ich brauche 40 Eichenholzplanken, damit ich die verkaufen kann. Und meine Axt ist kaputt. Meine Axt ist kaputt, nein! Warum ist meine Axt kaputt? Oh nein, bitte, sag jetzt nicht. Oh nein, warum muss denn meine Axt kaputt sein? Und die Folge endet gleich und was weiß ich alles. Okay. Warte, ich schreibe jetzt noch, Chaoslo, ich kann dich sehen. Weißt du, so. Und dann, damit verwirre ich die Leute und jetzt sind sie erstmal so, ich kann nicht, der Flo dreht sich um und so weiter. Ich kann dich riechen aus 1000 Blöcke Entfernung. Oh, ich bin witzig. MSG, easy, ich kann dich sehen. Wisst ihr, das ist halt, ich weiß nicht, ob Flo sich da durcheinander bringen muss, aber ich glaube, Flo ist sowieso immer schon durcheinander und hat es des Öfteren mal in die Hose gemacht. Und deswegen denkt Flo, dass immer, dass es schlecht riecht, dass es andere sind und deswegen ist das ja. Das ist halt Flo's Ding, weißt du was? Okay, was ist das hier?
Ja, das ist irgendein komisches graues Ding. Ich weiß noch nicht, was das sein soll, aber es ist irgendwie da und grau. Okay, wir haben hier jetzt ein paar Poppies. Jetzt muss ich nur darauf achten, dass ich schnell genug hinflitze, die ganzen Sachen umwandle. Kriege ich das hin? Okay, ich habe jetzt vier, ein paar Stacks von dem Ding ansonsten. Ich hoffe, dass ich jetzt genügend Geld kriege dafür, dass ich das jetzt verkaufe. Oh mein Gott! Ich wollte gerade zurück. Okay, ich wollte gerade zurückgebackt. So, zack, zack, zack. Okay, ich habe jetzt ich habe wieder ein bisschen Dingensens. Das ist ganz nice. So, so, zacki, zacki, zack. Und, 5 Minuten noch bis zum Folgenende. Okay, Leute. Weil ich wollte überlegen, ich habe ja gesagt, ich wollte überlegen, ob ich mir so eine Art kleine Basis irgendwie am Spawn mache. Ich muss nur schauen, dass ich jetzt nicht irgendwie, keine Ahnung, dass ich jetzt irgendwie, wie soll ich sagen, dass ich jetzt irgendwie in die Hände von Easy reinlaufe. Das wäre nämlich ein bisschen kontraproduktiv. Keine Ahnung, soll ich hier vielleicht irgendwie eine Basis bauen, eine kleine? Ich weiß es nicht so genau, ich will nichts riskieren, aber ich will auch dementsprechend schnell da sein vor Ort, wenn ich wieder was brauche, wisst ihr? Okay, wisst ihr was, ich mache? Ich baue mich jetzt einfach runter. Kann ich mir noch irgendwie was machen? Genau, ich mache mir irgendwas. Und dann habe ich mir da, glaube meine Absicherung gemacht, hoffe ich zumindest. Und baue das hier ab. Okay, ich muss unbedingt in eine Mine gehen. Ich weiß nicht, wo die nächste Mine ist. Auf jeden Fall muss ich hier, dass ich mir hier irgendwie mein Dings umsam mache. Irgendwie einen Zugang. Okay. Keine Ahnung, ich weiß nicht. Ich wollte eigentlich zu dem Wizard-Dingens gehen, aber die machen mich so schnell fertig. Ich habe keine Waffe auf Distanz. Ich muss mir unbedingt eine Waffe auf Distanz holen. Ich weiß auch nicht genau, wie soll ich das bewerkstelligen. Warte, ich kann mir in den 5 Minuten kann ich ja noch schnell rüberflitzen und mir dementsprechend Zeug holen oder so. Deswegen wünscht mir einfach Glück, Leute. Ich hoffe, ich werde jetzt nicht komplett zerstört oder so. Das wäre jetzt kontraproduktiv des Jahrhunderts oder so. Kontraproduktion des Jahrhunderts. Und da haben wir den Flo. Und da ist der Flo. Und der Flo hat Angst. Okay, Flo schlägt mich jetzt. Flo denkt, er wäre toll. Er wäre witzig. Okay, ich hoffe, das ist... Falkling? Ja, sagt derjenige. Ja, okay, ja, ist in Ordnung. Ich glaube, er hat Reach. Er hat, glaube ich, Reichweite. Lauf um dein Leben. Mi. Wo ist er? Da ist er da hinten? Da hinten ist er. Aber ich finde, das ist eigentlich eine ganz gute Taktik, dass das sozusagen immer in die Offhand zu nehmen, das Schwert. Jetzt müssen wir ihn nur auf einen Moment erwischen, wo er... Ja! Ja! Oh mein Gott! Er hat das Ding fallen lassen. Komm her, komm! Komm her, komm! Ja, er hat den Taser-Schuss verloren. Komm her! Oh mein Gott! Ah, das war relativ knapp. Kacke, aber ich kann es jetzt nur mal probieren. Da war easy gerade. Mann, warum laufen denn alle denn die ganze Zeit hin? Wo ist Flo? Oh mein Gott, das ist gerade so spannend! Oh mein Gott, nein! Woohoo! Oh mein Gott, Alter. Komm! Irgendwie muss es doch eine Möglichkeit geben, Flo wegzumachen oder so. Ich muss gucken, dass ich bei Flo irgendwie es hinkriege, dementsprechend, wie soll ich sagen, Flo in den Boden zu stampfen, weil ich muss irgendwas gegen Flo unternehmen. Weil Flo hat sich gerade mega hart equipped, das habe ich gesehen, er hat sich, hat eigentlich eine relativ gute Rüstung. Ich würde gerne wissen, wie viel Leben er hätte, weil ich habe nur eine Eisenrüstung mit einem bisschen Dia. Ich weiß nicht genau, was ich jetzt machen soll. Ich glaube, ich werde jetzt als nächstes einfach mir wirklich gucken, dass ich mir, irgendwie eine Dings zusammenhol oder so. Keine Ahnung. Eine Minute bis zum Folgenende. Okay, Leute. Keine Ahnung. Ich werde auf jeden Fall mir hier irgendwie meine kleine Basis errichten oder so.
Hier ist richtig viel. Hier ist richtig viel Eichenholz. Ich glaube, wisst ihr, was ich jetzt mache? Nächste Folge gehe ich ja die ganze Zeit zum Spawn. Aber ich habe jetzt den anderen, glaube ich, ein bisschen Angst gemacht, weil ich geschrieben habe, dass ich sie sehen kann. Gut, ich weiß nicht so genau, wie ich meine nächste Taktik sozusagen ausführen soll. Aber ich werde mich auf jeden Fall hier irgendwie eindingsen. Und deswegen, zack. Ich baue mich jetzt auch nicht irgendwie straight nach unten. Das wäre der größte. Gut gemacht, Tobias. Junge. Zack, okay. Ich habe jetzt, glaube ich, zwei auf einmal gegessen. Zwei Kuchen oder zwei Brote auf einmal. Leute, warum? Ich muss jetzt gucken, dass ich dann auch meine Sachen von anderen, die Sachen von anderen nicht irgendwie einbaue. Ich bin total vergessen. Ah! Oh mein Gott, so zack, okay. Folgenende! Okay, Leute, ihr wisst das, was das bedeutet. Wir haben jetzt mehr oder weniger das Ende der Folge erreicht. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Schlaf schön, träumt was Schönes, bis zur nächsten Folge. Tschüss!